Mahlzeit, liebe Leute. Im heutigen Video zeige ich euch, wo sich alle 9 entropische Bruchstücke befinden. Ihr fragt euch vielleicht, was das ist. Nun, ganz einfach, entropische Bruchstücke sind so kleine Kristalle, die sich auf der Map Europa verbreitet haben. Diese kann man mit dem neuen Granatwerfer Griff der Erlösung kaputt machen. Wie man diesen Granatwerfer bekommt, einmal in die Infobox schauen, da habe ich einen Guide gemacht. Und ansonsten, wie gesagt, 9 Stück sind versteckt. Und die haben 2 Verwendungszwecke. Einmal kann man mit diesen entropischen Bruchstücken sein Fokus Stasis aufwerten, also upgraden, indem man dadurch einen Aspekt bekommt. Durch diesen Aspekt kann man Stasis besser machen. Ja, man bekommt dann eine Quest von der Fremden und die sagt uns, wir sollen doch mal 5 Stück sammeln. Das habe ich bereits in meinem letzten Video erwähnt. Da erkläre ich euch, wie man Stasis überhaupt upgradet. Ich erkläre das ganze System dahinter. Schaut es euch unbedingt an, falls ihr das noch nicht kennt. Der zweite Verwendungszweck von entropischen Bruchstücken sind die Triumphe. Nun, es gibt einen Titel zersplittert und wer heiß auf den Titel zersplittert ist, kommt nicht drum herum, diese 9 Stück zu sammeln. Ebenfalls bringen diese 9 Stück auch noch Lore. Jedes einzelne eine Lore. Also macht es schon durchaus Sinn, die Dinger zu sammeln. So, ich würde sagen, wir starten einfach mal mit den Locations. Ich werde das immer wieder mal zwischendurch kommentieren. Ansonsten seht ihr das ja hier im Bild im Hintergrund. So, also let's go. Wir fahren hier also in den Asterion-Abgrund, genau so wie im Gameplay. Dann hier so eine Rampe hoch. Und auf der Rückseite der Säule befindet sich dann das Fragment. Ihr könnt im selben Gebiet bleiben, denn jetzt müssen wir in den verlorenen Sektor. Ich zeige trotzdem nochmal den gesamten Weg von vorne, da der verlorene Sektor einen recht kleinen Eingang hat und nicht, dass ihr den überseht. Ihr könnt aber gleich vom sozusagen Fragment Nummer 1 zum verlorenen Sektor gehen. Hier, der kleine Tunnel ist es, da einmal rein. Ich war hier schon mal so nett und habe den Lost Sektor geklärt, dass ich jetzt nur noch durchzulaufen habe. Nicht wundern, bei euch sind dann hier natürlich Gegner. Ganz hinten im Bossraum angekommen, packen wir jetzt den Granatwerfer aus und dort oben im Licht ist auch das Bruchstück einmal abgeschossen und dann können wir erstmal raus aus dem Sektor. Nun, für das dritte Bruchstück, da geht es eigentlich aus demselben Gebiet durch diesen kleinen Schleichweg in das andere Gebiet, ihr habt es auf der Map gesehen. So, hier fahren wir rein, das ist die Eventide-Ruinen und wenn wir da aus diesem Schleichweg rauskommen, einfach geradeaus zu, in der ersten abgebrochenen Ruine, Brücke, was auch immer das ist, befindet sich dann das Bruchstück. So, wir sind immer noch in den Eventide-Ruinen und jetzt gehen wir hier auch einmal in den verlorenen Sektor. Einmal kurz umschauen, wo wir hier sind und dann rein ins Gebäude und in den verlorenen Sektor. Auch hier war ich mal so frei und habe bereits etwas geklärt. Die Tür ist hier erst offen, wenn man alle Gegner getötet hat. Macht aber nichts, der Weg ist der gleiche. Und wenn wir jetzt hier in die große Halle angekommen sind, ein Stück mittig reinlaufen und dort oben befindet sich dann das vierte Bruchstück. Für das fünfte Bruchstück sind wir immer noch in den Eventide-Ruinen. Wir starten hier und fahren diesen Fahrstuhl hoch, sollte man aus der Story kennen. Hier kommen wir jetzt noch öfters vorbei und laufen erstmal hier den Weg entlang, den ihr ja bereits kennen solltet.
Hier nehmen wir die rechte Abkürzung um die Ecke rum und den Aufzug nach oben. Gleich aus dem Aufzug rausgegangen ist hier links unter der Treppe das Bruchstück Nummer 5. Ich habe das hier bereits eingesammelt. Für das Bruchstück Nummer 6 gehen wir einmal die Treppe hoch, springen dann hier hoch durch den Teleporter und laufen erstmal ein Stück weiter. Hier angekommen gibt es zwei Türen, einmal rechts und einmal links. Wir werden zu diesem Zeitpunkt dann nochmal zurückkehren. Wir nehmen jetzt erstmal die Tür nach rechts. Man kann sich hier übrigens nicht wirklich verirren, es gibt nur diesen einen Weg, also es ist eine lineare Map. Habt ihr einmal diese Abzweigung nach rechts genommen, dann kommt ihr eigentlich immer mit ans Ziel, auch wenn es teilweise kompliziert aussieht. Hier haben wir in einer der Story-Missionen eine Spinne getötet. Wir klettern hier nach oben drauf und unter dieser Treppe befindet sich ein weiteres Bruchstück. Von hier aus gesehen gehen wir jetzt einfach nochmal rückwärts. Ich spule das Ganze hier einfach mal vor, wie gesagt, der Weg ist linear. Einfach nochmal rückwärts gehen zu der Abzweigung, die ich vorhin erwähnt habe. Man kann natürlich auch von vorne auch wieder reinfahren, aber ich bin doch der Meinung, es geht schneller, wenn man hier nochmal rückwärts läuft. Statt von Varix aus gesehen nochmal komplett zu den Ruinen hochzufahren und dann wieder hier durch. Deswegen laufen wir hier erstmal einfach rückwärts, geht schneller. So, an der Tür angekommen, gehen wir jetzt statt nach rechts halt nach links und folgen einfach dem Weg im Video. In den Eisen des Technokrats, ja, da ist der Weg schon wieder sehr, sehr lang. Also Europa, um jetzt hier einfach mal die Zeit zu nutzen, ist zwar richtig groß, die Laufwege sind aber noch um einiges größer. Hier gehen wir übrigens geradeaus durch und jetzt eine ewig lange Strecke hier auf diesen Gleisen. Hier kommen wir jetzt in einen ziemlich großen Raum. Wenn ihr jetzt nach rechts schaut, ist da das Bruchstück Nummer 7. Das Bruchstück Nummer 8, da fangen wir mal bei Varix wieder an und fahren diesmal ins linke Gebiet zum Bergkamm. Dort ist das Bruchstück Nummer 8. Wir bleiben hier aber auch gleich mal in diesem Gebiet, denn vom Cadmus-Bergkamm müssen wir jetzt ins Bray Exo-Wissenschaftslabor. Hier sind wir, fahren da rein. Und das Bruchstück Nummer 9, dazu muss man sagen, dass das noch nicht zugänglich ist. Ich will es aber euch trotzdem zeigen, damit das Video vollständig ist, sobald das Gebiet dann freigeschalten ist. Dann könnt ihr euch das ja selber einfach im Nachhinein holen. Wir gehen hier in den rechten Gebäudekomplex, in den zweiten Abteil und hier diese Tür ist verschlossen. Es gibt Leute, die haben sich durch die Wand reingeglitscht und wenn man durch diese Tür durchgeht, kommt man in diese große Halle und da oben, wo der rote Kreis markiert ist, da ist das Bruchstück. Das Ganze hier aus der Glitch-Perspektive nochmal von oben gesehen, wo man dann auf diesen Plattformen ist,
Dort oben ist es, ist also sehr einfach zu finden. Und damit hätten wir alle 9 Bruchstücke und sind einen Schritt näher zum Titel zersplittert. Vielen Dank fürs Zuschauen, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Kanal für weitere Destiny 2 Videos und bis zum nächsten Mal auf venero.tv.